Jo Leute, ich bin wieder euer George TV. Deswegen halte ich das Mikrofon so in der Hand. Liegt einfach daran, ich habe das schon im letzten Video erwähnt, dass hier sehr viele Zirpen am Start sind und die sehr, sehr laut sind. Und dementsprechend ist das wahrscheinlich ein bisschen angenehmer, wenn ich genau davor rede. Heute geht es mal um meine Meinung zu Markenkleidung für Kinder, für Erwachsene, so generell als Statussymbol. Ja, also ich denke, einige wissen das schon von meinem Hauptkanal, dass ich jetzt nicht unbedingt der Befürworter bin für Markenklamotten für Kinder. Für Erwachsene habe ich noch nicht so viel dazu gesagt, aber wir können mal ganz kurz darüber reden. Oder wir beginnen erstmal bei den Kindern. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Entwicklung, was das angeht, Markenkleidung für Kinder, echt schwierig und auch nicht gut. Also ich persönlich bin gar kein Befürworter dafür, dass Kinder Markenkleidung anziehen. Mit Markenkleidung meine ich jetzt nicht Adidas oder Nike, sondern ich meine halt wirklich schon sowas wie Moncler, also das ist ja wirklich sehr, sehr sächsisch gerade ausgesprochen, ich weiß schon. Gucci oder sowas, ne? Also ihr wisst Bescheid, irgendwelche sehr, sehr krassen Marken, wo man wirklich viel Geld hinblättert, nur um damit halt irgendwie zu zeigen, dass man reiche Eltern sind oder dass das Kind halt sehr, sehr wohlhabend lebt und sowas. Und das sehe ich persönlich eher als dramatisch an, einfach aus dem Grund, weil diese Kinder sich damit profilieren, dass die Eltern viel Geld verdienen beziehungsweise damit flexen wollen, dass das Kind einfach gute Kleidung trägt. Beziehungsweise, was heißt gute Kleidung, ist genauso ein Stück Stoff wie H&M-Kleidung, ne? Aber viele wollen sich damit profilieren und zeigen, dass sie etwas Besseres sind. Und damit spaltet sich ja schon als Kind, ja, die Gesellschaft. Und das sehe ich persönlich als problematisch an, wenn schon ein Kind sagt, ja, ich habe teurere Kleidung oder bessere Kleidung, ich bin was, du bist nichts. Und das sehe ich persönlich als problematisch, weil Kinder damit schon mit zu großem Luxus aufwachsen. Erstmal wissen die gar nicht, die Kleidung zu schätzen, die wissen nicht, was der Wert dahinter ist. Wenn jetzt ein 10-Jähriger oder 9-Jähriger Sachen trägt für 100-200 Euro, dann weiß der nicht, wie viel man dafür arbeiten muss, um sich sowas zu leisten. Ja, also das kommt erstmal dazu und dann stellt sich dieses Kind über andere aufgrund dessen, dass es halt teurere Klamotten trägt, weil es ja eine Art Statussymbol ist. Und das finde ich sehr dramatisch teilweise, weil Kinder werden abgewertet aufgrund dessen, dass sie H&M-Kleidung, C&A-Kleidung, Kick-Kleidung und so weiter tragen. Ich möchte nur mal ganz kurz erwähnen, ich habe das noch nie angesprochen, aber ich hatte zum Beispiel zu meinem Schulanfang hatte ich ein Hemd aus der Altkleidersammlung. Glaube ich. Doch, ich glaube, es war aus der Altkleidersammlung. Oder Kleiderspende oder sowas. Da hatte ich ein Hemd an. Und ich war damit mega zufrieden. Ich wollte das haben, ich fand das cool. Ich hatte keinen richtigen Anzug an. Ne? Manche, die hatten einen richtigen Anzug an, richtig ordentlich gewesen. Ich hatte halt ein Hemd von der Altkleidersammlung und es war trotzdem völlig, völlig in Ordnung für mich. Ich bin auch sehr zufrieden aufgewachsen. Also ich kann da wirklich echt nichts Negatives sagen. Ich hatte wirklich eine schöne Kindheit. Ich bin jetzt nicht in Luxus aufgewachsen. Ich hatte nie viel Geld und trotzdem war ich einfach zufrieden so für die Verhältnisse, die wir hatten. Es war trotzdem super. Wir hatten zum Beispiel im Garten hatten wir einen Pool und konnten baden gehen. Das hatte nicht jeder. Ich hatte sogar wie ein kleines Fußballfeld im Garten. Ne? Also man hatte halt viel Fußball gespielt mit Freunden und das war halt eine mega geile Zeit. Auf sowas kommt es mir persönlich mehr drauf an, dass man mit Freunden spielt, dass man keine Ahnung, Fußball zockt und da um die Wette rennt und keine Ahnung, auf sowas kommt es doch als Kind drauf an. Einfach Spaß haben am Leben, spielen, keine Ahnung, einfach das ausnutzen. Und heutzutage ist es einfach so, viele legen so viel Wert auf die Kleidung, dass sie sich nicht mal getrauen, irgendwie draußen spielen zu gehen. Nicht, dass die Kleidung dreckig wird und am Ende geht es kaputt. Und das finde ich echt nicht in Ordnung. Ich finde das nicht gut. Ich finde einfach, Kinder haben normale Kleidung zu tragen. Die können jederzeit von mir aus mit der Kleidung spielen und fertig ist. Also ich werde mein Kind auf jeden Fall nicht so erziehen, dass ich sage, ey hier, das T-Shirt, das kostet 70 Euro, passt so sehr darauf auf, also spiel am besten gar nicht mit anderen, weil das T-Shirt ist wirklich zu teuer. Und wenn du das dem Kind dann irgendwann eintrichterst, dass dieses T-Shirt sehr viel Wert hat, dann getraut sich das Kind auch gar nicht. Ja, dann denkt sich das so, oh ja, ich habe 70 Euro T-Shirt, ja, guck mich an. So, dann fragt es am besten noch, ja, was hast du für ein T-Shirt? Dann sagt das andere Kind 10 Euro und dann lacht das Kind aus. Es ist traurig. Und das Problem ist, das ist nicht irgendeine ausgedachte Sache, nicht irgendwas, nicht irgend so eine Thematik. Das habe ich selber erlebt. Ne? Ich war im Hort als Praktikant und habe das erlebt. Nicht nur, dass YouTube eine negative Auswirkung hat, ne? Mit Katja Krasavitsch und so. Die haben teilweise Lieder davon gesungen. Mit Gib's mir Doki. Real Talk haben die wirklich gesungen. Das war sehr traurig. Ich habe es aber auch gesehen, dass die, weil die keine Schuluniform getragen haben, dass die wirklich aufgrund der Kleidung andere ausgeschlossen haben vom Spielen. Und das sehe ich halt wirklich als sehr, sehr traurig an. Wirklich als sehr, sehr traurig. Und ja, deswegen würde ich sagen, Markenkleidung für Kinder ist ein absolutes No-Go. Finde ich unverantwortlich.
auch nicht ansatzweise positiv. Es gibt für mich keine positiven Dinge, was das angeht. Ja, kommen wir jetzt aber mal dazu, Markenkleidung als Erwachsene. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damit absolut kein Problem. Ihr könnt tragen, was ihr wollt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wenn ihr euch das selber verdient habt, ist das alles gar kein Problem. Ne? Ihr habt die Verantwortung, ihr wisst, was ihr damit macht und fertig ist. Und wenn ihr damit angebt, arrogant seid, überheblich seid, dann seid ihr halt einfach menschlich gesehen ziemliche Arschlöcher. Aber dann müsst ihr auch selber damit leben und das akzeptieren. Ich finde, wenn man schon so Kleidung trägt, dann sollte man trotzdem gerade bodenständig sein. Weil einige haben so schon einen Blick drauf und denken sich so, jetzt kommt einer, der profiliert sich mit seinen Klamotten. Aber wenn du eine gute Persönlichkeit hast, dann kannst du das relativ gut überspielen. Ja, dann entsteht gar nicht erst der Eindruck. Und manche, die wollen das extra so raushängen lassen. Ne? Die wollen so richtig zeigen, ja, guck mal, meine Moncler-Jacke. Heftig, 800 Euro hat es gekostet. Und denke ich mir so, ja, schön, dass du in Kleidung für 800 Euro trägst. Also ich weiß nicht, wo deine Prioritäten sind, aber 800 Euro für ein Kleidungsstück, das ist schon, übertreib halt dein Leben, ne? Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also wirklich, würde mir nie in den Sinn kommen, 800 Euro für einen Pullover, für eine Jacke oder so auszugeben. Aber ich meine, wie gesagt, wo die Prioritäten liegen. Wenn jemand sagt, das feiere ich, damit setze ich mich auseinander, gar kein Problem. Ich finde, Kinder können das nicht so richtig. Erwachsene können da schon mehr den Sinn dahinter sehen. Von daher habe ich kein Problem. Ich finde nur, es ist wichtig, sich nicht damit zu profilieren, nicht überheblich zu sein, arrogant zu sein und damit anzugeben. Das ist einfach für mich das Wichtigste. Und vor allem, wenn man sich selber erarbeitet hat, dann weiß man oder kennt man ja auch den Wert dahinter und dann sehe ich das nicht als Problem. Ja, das wollte ich bloß mal dazu sagen. Ich finde nämlich wirklich, dieses Thema Markenkleidung und so ist ein schwieriges Thema, gerade bei Kindern. Sehe ich echt als kritisch an. Ich sehe gerade, da läuft ein Salamander. Sehr nice. Also wirklich, wir haben hier ab und zu mal Salamander, auch bei uns im Bad und so. Das ist sehr, sehr nice. Ja? Also viele Echsenwesen. Das wollte ich bloß noch dazu sagen. Schreibt mir gerne mal rein, was ihr zu Markenkleidung sagt. Findet ihr das bei Kindern auch so kritisch? Und bei Erwachsenen ist es egal, weil die können es sich ja leisten. Oder seht ihr das anders? Schreibt mir das gerne mal rein. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und die Essen ist so schön. Stänkchen ans Wänkchen. Euer Alpha Kevin und ciao. Eieieiei.